Ja, wie macht man eigentlich richtig gute Gruppenbilder? Ja, wir sehen die ja alle ab und zu mal und sind so beeindruckt. Dann fragt man sich, okay, wie haben die das gemacht, dass die so gut gepostet haben und alles stimmt. Und damit beschäftige ich mich in letzter Zeit öfter und deshalb herzlich willkommen zu diesem Video. So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute am Felsenmeer und machen heute ein wunderschönes Vikings-Fotoshooting und zwar mit Max, also Metamorph Costumes auf Instagram. Und ich bin heute als Ragnar Lodbrok hier mit dem Outfit aus der zweiten Staffel. Und ja. Hi, ich bin Julia oder Hekate90. Ich bin heute als Lagetta hier und habe mein Outfit auch der Staffel 2 angepasst. Und wer sind Sie? Hi, ich bin Phil, Town of Phil im Instagram und ich auch passend als Rollo dazu. Ja, wir waren zusammen im Felsenmeer unterwegs. Hier seht ihr auch, wie unsere Reise beginnt. Also wir mussten erstmal den Berg hochklettern. Und zwar, das war gar nicht so easy, weil wir hatten unseren Rollwagen wieder dabei und der war relativ schwer. Aber ich hatte gute Unterstützung und deshalb haben wir das alle zusammen ganz gut geschafft. Und ja, schaut euch das mal an, wie schön es dort ist. Es ist wirklich also eine absolute Empfehlung, wenn ihr irgendwann mal die Zeit habt, da hinzugehen und schaut euch das unbedingt an. Ja, und hier haben wir schon die ersten Bilder von der ersten Location. Und hier haben wir schon unser erstes Gruppenbild und wie ihr seht, haben wir versucht, dass alle verschiedene Posen haben und dass die Hände verschieden sind und dass alle im Gesicht gutes Licht haben. Ebenfalls hier, wobei ich das Sitzende echt noch ein bisschen besser finde vom einfach gemeinsamen Auftritt. Ja, dann ging es auch schon weiter. Und wie gesagt, wir waren die ganze Zeit am Rumklettern und ich habe dann versucht, alle drei gut in Szene zu setzen. Das sieht man auch hier. Hier haben wir wieder durch die Köpfe eine fallende Gerade. Also ich bin am Rumprobieren, dass immer alle gleich groß oder gleich wichtig im Bild sind, was mir tatsächlich ein bisschen schwerfällt, weil ich das so selten mache. Wir haben immer versucht, auch die Schultern zum Beispiel, wenn man die Schultern als gerade sieht, dass man dann verschiedene Geraden, also in verschiedene Richtungen, dass die Geraden in verschiedene Richtungen verlaufen. Und das haben wir immer wieder versucht. Aber die Kostüme von allen waren übrigens komplett selber gemacht und ich konnte natürlich auch nicht widerstehen, noch ein paar einzelne Porträts zu machen, weil ich muss ehrlich sagen, es fällt mir sehr viel einfacher, Personen einzeln zu posen, als ganze Gruppen zu posen, wenn man einfach auf so viele Sachen gleichzeitig achten muss. Also man muss einfach auf alles achten, was man bei der Einzelperson auch macht, nur dass man halt eine ganze Gruppe postet. Und ich muss echt sagen, das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Aber ich denke auch hier, Übung macht die Meisterin und deshalb werde ich auf jeden Fall weiter versuchen, Leute in Gruppen zu posen. Aber ich muss sagen, Einzelpersonen, das ist viel, viel einfacher für mich und läuft mir so lockerer aus der Hand. Ja, hier sehen wir noch ein paar Bilder von Ragnar. Und da haben wir auch geguckt beim Gesichtsausdruck, dass er verschiedene Gesichtsausdrücke hat, weil ist er nicht immer irgendwie wütend im Kampfmodus, sondern ist ja manchmal auch ein bisschen epischer unterwegs und manchmal auch so ein bisschen, wie nenne ich denn das, melancholischer. Und ich finde, das haben wir, also dieses Spektrum von seinen Emotionen haben wir gut eingefangen. Aber muss ich auch natürlich sagen, das geht auch nur mit einem wirklich guten Model. Deshalb an der Stelle vielen Dank an den Max nochmal. Du hast das wirklich sehr gut gemacht. Ihr habt das alle drei super, super gut gemacht. Also vielen Dank nochmal. Dann haben wir mein Lieblingslicht hier, wo wir die drei gepostet haben, weil da wird es dann abends schon oder nachmittags schon ein bisschen später und die Sonne stand weiter unten und ich finde, das Licht ist da sehr, sehr viel besser. Ja, dann ging es weiter zu den Kampfszenen. Da sind die beiden dann ein bisschen aufeinander losgegangen und da muss ich sagen, das war ein bisschen schwieriger, weil wir so ein bisschen Probleme hatten mit den Requisiten, weil man kann ja nicht richtig draufhauen. Aber es sieht ja wirklich echt aus, wenn man richtig drauf haut. Aber ich finde, die zwei haben das super, super gut hingekriegt. Und dann haben wir noch ein paar gepostete Bilder von den beiden gemacht. Ja, und hier sieht man auch nochmal die Gruppenbilder, wo die Köpfe immer ein Dreieck bilden. Beziehungsweise einfach, ich versuche das ein Dreieck oder eine Gerade zu bilden. Oder dass einfach die Position der Köpfe eine Form ergibt. Dann haben wir noch so ein paar Couple-Shots gemacht.
Und da war es übrigens ein bisschen schwierig, weil das Licht so krass von links gekommen ist. Aber ich finde, gerade weil er ja manchmal so ein düsterer Charakter ist, passt das ganz gut zusammen und ich finde es ziemlich schön. Ja, und dann natürlich das Highlight, die Rauchbilder. Da hatten wir natürlich auch Rauchbomben dabei und haben dann hier noch so eine paar coole Kampfszenen an den Start gebracht. Die Herausforderung war hier übrigens, dass man irgendwie nur eine Minute Zeit hat und alle posen muss und ganz schnell sich beeilen muss. Und alles muss passen und dann darf der Rauch nicht vor den Gesichtern sein und so weiter und so fort. Und ich habe hier auch versucht einfach, dass man geraden in Linien im Bild hat, aber man sieht hier, dass nicht bei allen richtig perfekt ist, aber ich finde trotzdem sind die Rauchbilder richtig, richtig geil geworden, die sind richtig episch. Und ja, dann sind wir noch vorgezogen und haben noch ein paar Fotos gemacht bei dem Felsen vorne selber und hier sieht man auch voll die coolen Posen, finde ich. Alle sind ein bisschen anders, alle unterscheiden sich, man sieht einfach Verbindungen zwischen den Charakteren. So, also ich würde noch mal ganz kurz in die Bilder reinschauen, die da rausgekommen sind und einfach mal noch mal reingucken, worauf ich versucht habe zu achten. Und das sieht man teilweise in den Fotos auch. Natürlich muss ich noch ganz viel üben, aber es wird langsam. Also, wenn ich die Gruppenbilder aufgenommen habe, habe ich geguckt, dass die Personen als Ganzes, also die Personen als Gruppe, eine coole Form ergeben. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Dreieck. Und ich finde auch hier funktioniert das Dreieck besser als zum Beispiel hier, weil er hier so ein bisschen schmaler oben ist. Dann habe ich auch geguckt, dass die Waffen gute Linien ergeben. Und hier ist eins dabei, wo ich es richtig cool finde. Also hier rahmt es auch so richtig schön ein. Wir haben hier eine Linie, haben wir so eine richtige Form. Das finde ich auch ganz gut. Und natürlich, was dann mega wichtig ist, mir persönlich sowieso am allerwichtigsten ist, wenn einfach die Gesichter gut belichtet sind. Und ich finde, hier sieht man auch wieder einen Unterschied mit den Linien. Also wenn wir uns das hier angucken, haben wir Linie, Linie, Linie. Und wenn wir jetzt aber hier die Waffen angucken, ist es richtig cool, weil es diese Form von den Personen einfach nochmal untermalt. Und wir haben gutes Licht im Gesicht, jeder hat eine andere Pose, die Hände sind verschieden und wir haben ein richtig gerahmtes Bild. Und ich finde, das sieht man hier auch einen Unterschied. Also das hier hat eine weniger gute Komposition wie das hier, finde ich persönlich. Natürlich ist natürlich auch Geschmackssache. Und hier haben wir eine schöne steigende Gerade, Licht im Gesicht passt, Hände sind verschieden, passt. Er könnte sich noch ein bisschen mehr nach vorne drehen, aber sonst, finde ich, passt. Aber auch davon haben wir hier nochmal eine ganz coole Variation, weil eben die beiden, da sieht man die Verbundenheit der Charaktere. Also er ist ja mit ihr zusammen und man sieht es auf den Bildern und wir haben dann diese Abtrennung zu der Person im Vordergrund. Das finde ich auch ganz schön, das erzählt einfach eine Geschichte. Wenn ich solche Fotos mache, beziehungsweise wenn ich versuche, solche Fotos zu machen, versuche ich über die Charaktere und das Posing eine Geschichte zu erzählen. Ich gucke, dass alle Hände gut sind. Ich schaue auch, wie die Position der Schultern ist. Also hier haben wir eine Linie von den Schultern, hier und hier. Das ist auch ganz gut. Wie die Kopfposition ist und wie die Gesamtform der Leute ist und welche Linien sich dadurch ergeben. Deshalb finde ich auch, es ist irgendwie echt nicht so easy, so Gruppenbilder wirklich gut zu machen. Also ich merkte auch noch, dass ich irgendwie noch üben muss. Also hier zum Beispiel finde ich auch, hier ist seine Pose viel besser als hier, weil er so hier so aufspringend ist. Also finde ich das Bild insgesamt besser als das hier. Zudem ist es mega cool, dass es hier so wegweht. Alle haben einen super Blick, wir haben gute Hände. Die stehen zwar beide, aber haben verschiedene Posen und es sieht einfach so aus, als wäre es so ein bisschen natürlicher und weniger gepostet. Natürlich kann man die ganzen Leute im Hintergrund irgendwann mal noch wegphotoshoppen. Hier ist auch wieder ein cooler Aufbau. Wir hier eine ganz klare Gerade haben, die durch die Köpfe durchgehen. Und das ist natürlich auch schön. Und wir haben trotzdem stehende Posen, aber nicht so ähnlich. Hier die Schultern gehen in die Richtung, die Schultern gehen in die Richtung, die Schultern gehen in die Richtung. Die Köpfe steigen hier, alle haben gutes Licht im Gesicht. Mega cool. Und die Hände gefallen mir auch gut. Nochmal die Bilder vom Anfang. Hier zum Beispiel, finde ich, haben wir Parallelen und ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn er die Axt so rumhält, wenn ich sie zum Nachhinein sehe. Trotzdem finde ich dieses Dreieck wieder schön. Hier haben wir es auch betont, zack, hier geht's rein und wir haben eine schöne Form von den Leuten. Hier ist auch cool. Hier haben wir nämlich ein Viereck und es wird mitgetragen durch die ganzen Linien im Bild. Gefällt mir richtig gut. Gutes Licht im Gesicht, Haltung. Gut, die Waffen. Ja, die Waffe sieht man nicht so gut, aber trotzdem gibt sie uns eine Linie, dass wir dem wirklich folgen können. Ja, dann kommen jetzt hier meine Lichtlieblingsbilder, weil wir hier das schönste Licht haben, weil es halt ein bisschen später abends geworden ist. Hier, das sind natürlich klassisch gepostete Bilder, klar. Aber trotzdem, jeder steht ein bisschen anders. Die Füße sind alle verschieden, die Hände sind verschieden und wir haben auch die Waffen nicht gleich in der Hand. Also genau so, finde ich, muss es sein. Wenn das jetzt hier noch ein bisschen gedreht wäre, wäre es richtig, richtig gut. Aber es ist auch so super schön. Licht ist mega gut. Und wir haben so ein richtig zentrales Bild, also wir
bleiben richtig bei ihr hängen, aber trotzdem hat jeder seinen Platz in diesem Bild. Die sind auch schon, die sind ein bisschen näher. Hier ist sie vielleicht ein bisschen zu nah dran, aber mega cool, auch eine schöne Gesamtform. Hier ist auch cool, hier haben sie einen bisschen arroganteren Blick. Das gefällt mir auch richtig gut. Ihr habt das alle drei so schön gemacht. Also sehr, sehr gute Blicke, sehr gute Posings, sehr gute Haltung. Gefällt mir richtig gut. Und natürlich muss ich an der Stelle nochmal sagen, die haben übrigens die ganzen Kostüme alles selber gemacht. Wie krass ist das? Unglaublich. Also danke nochmal euch drei, dass ihr uns mitgenommen habt zum Fotografieren. Das war mega schön. Hier über die Love Story Bilder. Die waren ein bisschen easier für mich, weil ich ja schon dran gewohnt bin, Hochzeitsfotos zu machen. Und hier nochmal die Rauchbilder. Die Sache hier, klar. Also man muss sich natürlich, der Rauch ist irgendwie zufällig. Also das heißt, man hat irgendwie nur eine Minute Zeit. Der Rauch ist zufällig und man muss halt einfach mal draufhalten. Ich hatte dann versucht, hier auch mit Linien zu arbeiten und durch die Waffen Linien zu geben. Hat nicht immer so gut funktioniert, aber ich habe mein Bestes gegeben in der kurzen Zeit. Hier finde ich, eigentlich hat es ganz gut funktioniert. Das ist auch cool, weil es so eine richtige Story erzählt. Hier ist auch mitten im Angriff, gefällt mir gut. Also haben wir einfach versucht, aktive Posen zu machen und das Ganze mit den Schildern so ein bisschen einzurahmen. Ja, das war's mit den Gruppenbildern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also ich würde sagen, bei Gruppenbildern sollte man darauf achten, wie die Linien im Bild laufen. Welche Formen die Köpfe machen, welche Formen die Körper machen und dass natürlich alle gut belichtet sind und jeder Charakter, wenn möglich, auch so ein bisschen seinem Charakter entspricht. Also dass man praktisch die Pose variiert, je nachdem wie die Person drauf ist. Ja, und was noch? Auf die Hände achten, auf die Füße achten und Linien achten und ja. Ich übe noch, aber das sind so die Sachen, die ich beobachte, wenn ich mir so ein Bild oder beziehungsweise wenn ich das Bild mache. Ja, das war's mit dem Vikings-Video und dem Thema Gruppenbilder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss echt sagen, es ist wirklich eine Herausforderung und ich freue mich da aber auch weiterzumachen und einfach besser zu werden und schneller zu werden, vor allem beim Posing. Okay, das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin. Tschüss.